Liebe Schwestern und Brüder, es ist ein trostvolles Evangelium, das wir heute hören. Weil es von den kleinen, unscheinbaren Dingen spricht, die doch ganz wichtig werden, groß werden. Und Jesus spricht nicht von Nebensächlichkeiten, sondern vom Reich Gottes, von der Herrschaft Gottes, hier und jetzt. Denn das ist unser großes Ziel, auf das wir zugehen. So wie es Paulus ausdrückt im ersten Korintherbrief, dass Gott alles in allem ist. Dass von seiner Herrschaft alles verschlungen ist, sozusagen. Am Ende der große Feind und Widersacher, der Tod. Aber womit soll man das Reich Gottes vergleichen? Dass Jesus gerade diese unscheinbare, dieses Mini-Ding nimmt von Senfkorn, dass einer irgendwo in die Erde steckt. Und plötzlich wird ein Baum daraus. Ist doch ein großer Trost. Gerade in Zeiten, wo wir immer nur mit den Abstraktionen beschäftigt sind. Mit dem wir immer wieder sehen müssen, was nicht mehr geht und was nicht mehr aufrecht zu erhalten ist. Es hat immer solche Zeiten in der Kirche gegeben. Ein Blick in die Kirchengeschichte ist ebenso lehrreich, wie der Blick ins Evangelium trostvoll ist. Gerade wenn wir in diesen Wochen, das stürmt ja jetzt medial gewaltig auf uns ein, 500 Jahre zurückschauen. Der Zustand der Kirche, bevor das, was sich dann Reformation nannte, losgeht, war desolat. Und nicht nur in unserem Land, aber in unserem Land besonders. Als Mitte des 16. Jahrhunderts ein Nuntius nach Wien kommt, wundert er sich, dass dort über 40 Jahre nicht eine einzige Priesterweihe stattgefunden hatte. Der Klerus, so sagt es ein späterer Jesuit, der hier unsere Bistümer bereiste und in Speyer und in Mainz gewirkt hat, das Schlimme sind nicht die Leute, die zum Protestantismus überlaufen, das Schlimme sind die Priester. Sie sind verkommen, dass man davon besser nicht spricht. Also, es hat schon, sollen wir sagen, schlimmere Zeiten gegeben. Aber sagen wir besser, es hat immer wieder schlimme Zeiten gegeben. Zeiten des Niedergangs. Zeiten, da man dachte, jetzt ist es, und so war es ja eine Kampfparole der Reformation, jetzt ist es mit dieser alten Kirche, diesem römischen Schweinestall, endlich zu Ende. Heute reden wir so nicht mehr. Aber wir denken vielleicht doch noch ähnlich. Womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Womit den Weg, dass wir unterwegs sind zu dieser Herrschaft Gottes? Denn wozu sind wir sonst gerufen? Wozu sind wir Kirche? Wozu sind wir getauft? Als deutlich zu machen, dass wir bereits unter dieser Herrschaft stehen. Dass es für uns also Wirklichkeit ist. Wozu feiern wir Eucharistie und sagen, dass wir am Tisch des Reiches Gottes teilnehmen? Dass wir also seiner Herrschaft würdig werden, dass wir immer wieder neu in diese Herrschaft Gottes, in dieses Reich Gottes eingegliedert werden, eingemeindet, eingebürgert werden. Wir lernen im Evangelium, und das ist das Trostvolle, das Kleine nicht zu verachten. Die Geduld nicht zu verachten, die wir haben müssen, auch mit all dem, was es organisatorisch in der Kirche gibt. Was es auch an Kritisierbaren und auch an Missständen in der Kirche gibt. Den kleinen Glauben, der oft so schwach und angefochten ist, wie eine Flamme, wo man nicht weiß, ob der Wind sie im nächsten Augenblick ausbläst, diesen kleinen Glauben nicht zu verachten, der sich festhält an Christus, der sucht nach Christus und fragt, was sein Wille ist für hier und heute, für mein Leben. All das nicht gering zu achten. All das ist Wachsen des Reiches Gottes. Das Reich Gottes ist nicht das Mehl, der große Trog von Mehl. Das Reich Gottes, so sagt es Jesus im Gleichnis, ist das bisschen Sauerteig, das alles andere verwandeln kann. Hören wir auf Jesus und verachten das Kleine nicht, auch nicht bei uns selbst.